Ich habe vor kurzem Splitter gelesen und für mich ist es bisher der sowohl beste als auch schlechteste Sebastian Fitzek, den ich je gelesen habe. Wie ich das genau meine, seht ihr nach dem Intro. Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich bin gerade total hyped, weil ich befinde mich dieses Jahr wieder im Sommerurlaub und ich bin hier gerade am Strand. Es ist 7 Uhr morgens und bevor ihr euch jetzt denkt, was für ein Verrückter steht da bitte im Urlaub um 7 Uhr morgens auf, da ist gerade der geilste Sonnenaufgang der Welt und das durfte ich einfach nicht verpassen. Das war ein bisschen schade, weil, zu viel dahingeschaut. Es waren ein bisschen zu viele Wolken, meiner Meinung nach. Es ist erstmal nicht direkt aus dem Meer aufgestiegen, die Sonne. Es ist erstmal direkt hinter einer Wolke verschwunden. Aber jetzt sieht es gerade richtig episch geil aus. Und ich finde, es passt auch gerade voll mit dem Licht hier in das Bild von der Kamera. Ey, sieht doch geil aus. Kommen wir zu dem Buch, das ich gelesen habe. Vom Inhalt. Es geht um unsere Hauptfigur Mark, dessen Frau und ungeborenes Kind vor kurzem in einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Sehr tragisch. Und er kann sich jetzt zudem noch an sehr seltsame Dinge erinnern, die alle nicht so zusammenzupassen scheinen. Und er hat dann so langsam ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen durchdreht, verrückt wird. Und gleichzeitig kommt dann eben eine gewisse Organisation auf den Plan, die behauptet oder damit wirbt, dass sie Erinnerungen löschen kann. Und das ist natürlich besonders dann interessant, wenn man unangenehme Erinnerungen hat, die man gerne löschen möchte. Mehr möchte ich jetzt allerdings zur Story nicht sagen, denn die Story baut einfach sehr stark darauf, dass auch der Leser sehr wenig Plan hat, sehr verwirrt ist. Also es war am Anfang, muss ich zugeben, sehr verwirrend. Auch so die zeitliche Abfolge der Ereignisse war einfach nicht klar. Vielleicht habe ich das einfach nicht gecheckt. Und was muss dieses scheiß Teil jetzt da fahren? Warum? Ich filme hier! Mann! Also die zeitliche Abfolge war einfach nicht klar. Ich weiß nicht, vieles davon. Okay, verdeck mir nicht die Sonne, Alter! Ey, ich dachte gerade echt, ich muss jetzt mein Lager hier abbrechen und woanders hingehen. Ey, einmal draußen irgendwo filmen. Einmal. Also nochmal, klar, vieles davon war bestimmt Absicht mit den verwirrenden Elementen, weil wie gesagt, es baut einfach darauf, dass der Leser auch wenig versteht. Vielleicht war einer dieser Punkte gerade mit der zeitlichen Abfolge, da waren nicht so viele Sprünge mit der Zeit. Also nicht, dass ihr das jetzt denkt. Vielleicht habe ich da einfach mich ein bisschen doof angestellt. Aber das war erst ein bisschen verwirrend. Ich habe das ganze Buch lang etwas falsch angenommen sozusagen. Und das war ein bisschen dumm von mir. Vielleicht war es Absicht. Deswegen war das am Anfang für mich erstmal ein bisschen frustrierend. Aber wie gesagt, je mehr dann passiert ist, und das ist auch sehr schnell passiert, desto besser hat sich dann das Bild auch gefestigt. Dann kamen immer mehr Dinge, die einem das Mind geblown haben. Kann man das so sagen? Nein, kann man nicht. Mir scheißegal, ich sag's so. Und das war natürlich dann ganz klassisch Sebastian Fitzek, wie man es immer hat bei ihm, dass einfach so viele Plot-Twists kommen, immer noch eine Schippe drauf. Dafür steht dann Sebastian Fitzek im Gegensatz zu den Charakteren. Dafür steht Sebastian Fitzek bekanntlicherweise nicht so sehr für die Charaktere, aber das finde ich auch nicht schlimm. Also nochmal ganz kurz, die Charaktere sind einfach nicht so das Highlight bei Sebastian Fitzek-Büchern. Sie sind nicht, wie man es vielleicht von Stephen King kennt, so unglaublich tiefgründig, dass man sich in sie verliebt, so dass es so hauptsächlich um die Charaktere geht. In Sebastian Fitzek-Büchern geht es einfach hauptsächlich um den Plot. Und die Figuren sind einfach Figuren, die dem Plot dienlich sind, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Man weiß, worauf man sich bei Sebastian Fitzek einlässt. Ich lese die Bücher nicht wegen der Charaktere, sondern wegen der Handlung. Und die ist einfach genial. Und wegen der Plot-Twists, die sind krass. Und jetzt möchte ich dann tatsächlich mal zum Ende kommen. Das fand ich nämlich im gesamten unfassbar elegant. Und das ist dann eben der Punkt, warum dieses Buch hier für mich zu einem der besten Sebastian Fitzek-Bücher wird. Und jetzt bitte kommt dieser Traktor nicht schon wieder zu mir. Nein, okay, er biegt ab. Finde ich gut. Dankeschön. So gehört sich das, wenn hier jemand filmt. Ende unfassbar elegant. Erstmal war es natürlich klassisch Sebastian Fitzek überladen von Plot-Twists. Die Auflösung von diesem ganzen Mysterium, was dann ein bisschen aufgebaut wurde über das Ding, war so, ja, das ist ja, war ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Das ist ein Kritikpunkt, der ja häufig bei Sebastian Fitzek aufkommt.
dass es ein bisschen konstruiert dann ist, bisschen viele Zufälle, bisschen weit hergeholt einfach. Das muss man schon einfach sagen. Aber ich fand es im Gesamten einfach null schlimm, weil es dann insgesamt einfach ein sehr trauriges und insgesamt und gleichzeitig ein sehr, sehr schönes Ende gebildet hat, das für, also meiner Meinung nach, für Sebastian Fitzek eine sehr ungewöhnliche Tiefe hatte. Und hey, ich meine das ernst, weil ich finde, Sebastian Fitzek ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sehr tiefgründige Bücher schreibt. Sie bauen halt einfach darauf, dass man ständig verarscht wird mit diesen ganzen Plot-Twists. Es ist unglaublich spannend, es ist unglaublich packend, das sind krasse Page-Turner. Aber es sind keine Geschichten, die jetzt irgendwie wegen ihrer Tiefe bei mir im Gedächtnis bleiben, wo ich dann irgendwann denke, oh, das muss ich deswegen nochmal lesen. Aber hier hatte es so einen Punkt, eine Moral sozusagen, so ein bisschen, die man daraus herausziehen konnte, mit der ich auch schon vorher übrigens übereingestimmt habe, aber das macht es nicht schlechter. Es hatte einfach eine gewisse Tiefe und auch ein Punkt am Ende, der passiert ist. Ich würde so gerne darüber reden, aber ich will ja natürlich nicht spoilern, aber den fand ich so unerwartet und untypisch, aber dennoch sehr passend. Und das hat mir eine Gänsehaut über den Rücken gejagt, aber war einfach so, so passend, so schön, so tiefgreifend, so herzergreifend, so traurig, tragisch, schön. Boah, mir fallen nicht genug Adjektive dazu ein. Deswegen ist das irgendwie auch eins der besten Bücher von Sebastian Fitzek, weil ich dann eben so das Gefühl habe, im Gesamten sind häufig so Sebastian Fitzek-Bücher häufig so sehr ähnlich, einfach von der Struktur, von dem, was einen erwartet. Klar, die Geschichten sind schon anders, aber es ist immer ein Mensch, dem passiert irgendwas sehr Schlimmes, irgendwie Verwirrendes. Man denkt, er ist vielleicht verrückt oder vielleicht auch nicht. Dann Plot-Twist, dann Plot-Twist, dann Plot-Twist, 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 Auflösung. Und so war es hier schon auch, aber mit eben was ganz Besonderem, was mich sehr fasziniert hat. Und deswegen ist es eins der besten Sebastian Fitzek-Bücher, die ich je gelesen habe. Aber weil der Anfang sehr, sehr verwirrend war, und zwar so verwirrend, dass ich es eben zum Teil sehr frustrierend fand, ob das jetzt an mir liegt oder nicht, fand ich das Buch auch eins der schlechtesten Sebastian Fitzek-Bücher. Dennoch, die Empfehlung für dieses Buch geht definitiv raus. Ignoriert den Scheiß, den ich über den Anfang erzählt habe. Das Ende war geil. Und jetzt lest dieses Buch. Naja, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben oder zwei Daumen nach unten. Soll mir auch recht sein. Und klickt auf Abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann gibt es hier noch ein Video und eine Playlist zu empfehlen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.